nach Paris. Nous prenons acte du résultat et nous respectons le vote des Grecs. Parce que l'Europe, c'est la démocratie. Wir nehmen das Abstimmungsergebnis in Griechenland zur Kenntnis und respektieren es, auch wie das in Europa notwendig ist. Wir haben auch die Botschaft aller demokratischen griechischen Parteien vernommen, die sich heute zusammengesetzt haben und noch einmal gemeinsam bekräftigt haben, dass sie wünschen, dass ihr Land in der Eurozone verbleibt. Die Tür steht offen für Diskussionen und jetzt liegt es an der Regierung von Alexis Tsipras, glaubwürdige und ernsthafte Vorschläge zu unterbreiten, damit dieser Wunsch, in der Eurozone zu bleiben, auch sich umsetzen lässt mit einem Programm, das auch auf Dauer angelegt ist. Denn Griechenland braucht jetzt dauerhafte Lösungen für seinen Verbleib in der Eurozone zu stabilen Regeln. Und das gilt selbstverständlich auch für die Eurozone. Wir haben am Dienstag, also morgen, einen Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Eurozone, die eine gemeinsame Position auf der Grundlage der von Griechenland und zu unterbreitenden Vorschläge treffen müssen. Aber es bleibt uns nicht mehr viel Zeit und es ist jetzt sehr dringend, sowohl für Europa als auch für Griechenland. Hier muss ganz klar und glaubwürdig klar gemacht werden, das ist auch eine Frage der Würde. Europa steht dieser Verantwortung gegenüber. Europa ist ja nicht nur eine Union der Wirtschaft und Finanzen, sondern ein gemeinsamer Raum, der sich gründet auf Prinzipien, auf Werte, auf eine Vorstellung von der Welt, nicht nur von unserem Kontinent. Wir gründen auf der Freiheit, auf dem Respekt. In diesem Europa gibt es Platz und Raum für die Solidarität. Sie gibt es überall in Europa und sie muss noch weiter ausgebaut werden. Aber es gibt auch die Verantwortung. Und hier muss eine Ausgewogenheit zwischen Verantwortung und Freiheit geschaffen werden. Ich darf auch Angela noch einmal ganz herzlich danken und erteile ihr gern das Wort. Ich bin sehr gerne heute nach Paris gekommen, am Tag nach der Entscheidung des griechischen Volkes. Wir respektieren diese Entscheidung im Referendum natürlich als ein Votum eines souveränen demokratischen Landes und müssen jetzt mit dieser Entscheidung umgehen. Dabei geht es natürlich darum, wie stellen sich die anderen 18 Mitglieder der Eurozone zu diesem Votum und welche Wege finden wir. Und deshalb ist das eine gute Tradition und ich möchte mich bedanken, dass wir in der Suche nach deutsch-französischen Gemeinsamkeiten uns heute hier treffen und austauschen. Wir sagen sehr deutlich, dass die Tür für Gespräche offen bleibt. Und in diesem Sinne ist auch das morgige Treffen der Eurozonen-Chefs der Staaten zu verstehen. Aber wir sagen gleichzeitig, dass die Voraussetzungen für den Eintritt in Verhandlungen zu einem konkreten ESM-Programm zurzeit nicht gegeben ist. Das heißt, morgen wird es wichtig sein, dass der griechische Ministerpräsident uns sagt, wie es weitergehen soll und welche präzisen Vorschläge er für ein mittelfristiges Programm, das auch Griechenland wieder zu Prosperität und zu Wachstum führt, uns unterbreiten kann. Hierbei drängt die Zeit und wir werden darauf Wert legen, dass in dieser Woche solche Vorschläge auf den Tisch kommen müssen, damit wir die Situation, so wie sie im Augenblick ist, dann auch auflösen können. Und das Prinzip, das uns dabei leitet, ist ein, wie der französische Präsident schon gesagt hat, wie François Hollande gesagt hat, ein Prinzip, das sehr europäisch ist. Auf der einen Seite die Solidarität. Wir haben sehr viel Solidarität mit Griechenland gezeigt. Auch das letzte Angebot in den Verhandlungen war ein sehr großzügiges Angebot. Auf der anderen Seite kann aber Europa nur zusammenhalten und zusammenstehen. Und das ist in diesen Zeiten von Flüchtlingsherausforderungen, von Terrorismusherausforderungen so wichtig, wenn jedes Land auch seine eigene Verantwortung wahrnimmt. Und so werden wir morgen mit Respekt für die Entscheidung des griechischen Volkes auch die Vorstellungen aller anderen 18 Euro-Staatenmitglieder daneben stellen, denn das ist auch Demokratie. Wir haben eine geteilte Souveränität, weil wir eine Währung haben. Und wir wollen diese eine Währung behalten. Und dafür ist gemeinsame Verantwortung von allen Seiten notwendig, genauso wie gemeinsame Solidarität. Herzlichen Dank.